Wunderbar. Also, wie Arne eben schon sagte, tolles Thema, Vertrieb, Businessmodelle im B2B-Bereich. Nochmal ganz kurz zu mir. Ich bin Marc, ich arbeite bei Dropbox Business im deutschen Markt für den Mediensektor. Also bin dafür alles verantwortlich, was Kundenbeziehungen, Partnerschaften, Events und so weiter sind. Und ich denke, zu Dropbox muss ich vielleicht nicht ganz so viel sagen. Wer von euch kennt Dropbox? Okay, das ist schon mal ein guter Start, immerhin. Wer von euch kennt allerdings Dropbox Business? Das ist genau die Aufgabe, die ich habe im Grunde in Deutschland. Aber das ist nicht, worum es heute geht. Also ganz klar, unser Thema in Deutschland ist, wir wollen unsere Unternehmensversion im Markt bekannt machen. Und heute geht es ein bisschen mehr darum, wie das Ganze funktioniert. Und der Grund, warum ich darüber erzähle, ist, weil ich selber vorher ein Startup hatte in Berlin. Das nannte sich About Local und wie ihr seht, haben wir das in ganz jungen Jahren gemacht. Ganz nette Bilder von damals. Und ich war damals schon. Ich war damals schon, ist gar nicht so lange her, wie ihr glaubt. Also ich war damals für den Vertrieb verantwortlich. Und das ganze Thema war damals schon super schwer. Und ich bin dann zu Dropbox gegangen, unter anderem, weil vor 2, 3 Jahren ein Team aufgebaut wurde, das angefangen hat, die Unternehmensvariante in den deutschen Markt zu bringen. Und wovon ich heute im Grunde erzählen will, ist die Unterschiede, die ich kennengelernt habe. Ne? Also in dem Vertrieb, den wir damals irgendwie aus unserem Wohnzimmer gestartet haben, bei About Local. Und in dem, was, ich sag's mal, die Amis, ne? Also ein Amis, da ein Silicon Valley Startup macht, wenn die eine Vertriebsmannschaft hier vor Ort aufbauen. Da habe ich 4 wichtige Learnings mitgebracht und ich hoffe, dass diejenigen, die sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen, für die das interessant ist, dass das da vielleicht ein bisschen Anreize geben kann. Nichts Weltbewegendes, aber vielleicht haben wir ja nachher nochmal eine nette Diskussion dazu. Kurz zu About Local, wir hatten damals schon 600.000 Euro in Funding, aber das Problem war tatsächlich, dass wir den Vertrieb nie skaliert bekommen haben. In den 3 Jahren haben wir weniger als 50.000 Euro Umsatz gemacht. Und ein ganz wichtiger Unterschied zu Dropbox, und damit will ich eigentlich starten, sind in allererster Linie die Leute. Und klar, weiß jeder in einem Startup, Hire Only A-Players und so weiter, das ist alles ganz toll, ist auch nicht immer so einfach, aber vor allem, was ganz wichtig ist, ist zu wissen, zu welchem Zeitpunkt man die Leute an Bord holt. Also damals bei Dropbox haben wir versucht, bei About Local haben wir versucht, am Anfang schon sich richtig erfahrene Leute reinzubringen. Die haben wir dann in unser Wohnzimmer gesetzt, auf so einen IKEA-Stuhl mit so selbst zusammengeschraubten Rollen. Und dann ist der eine wirklich von dem Stuhl runtergefallen und den haben wir nie wieder gesehen, weil er so zusammengebrochen ist. Naja, das hat nicht geklappt. Also das Ding ist, und das ist bei Dropbox ganz ähnlich, zu Beginn braucht man im Grunde die Leute, die Drive haben, ja, die ein bisschen Strukturen reinbringen können, die sich auch damit wohlfühlen, dass noch nicht die Strukturen da sind. Nichtsdestotrotz haben wir auch schon relativ früh Leute von anderen, ich probiere mal hier diesen Pointer, ah, nee, das hat es nicht geklappt, haben wir schon relativ früh Leute dabei gehabt von anderen Internetunternehmen, die auch noch relativ jung sind, wenn man jetzt zum Beispiel Salesforce und so weiter ansieht, also naja, nicht mehr ganz so jung, die aber schon Erfahrungen hatten und die richtigen Prioritäten setzen konnten. Und erst später, als man sozusagen schon die ersten Runrates hatte, schon wirklich eine gute Kundenbasis, sind sozusagen die Leute von den Großen dazugekommen. Und die sind auch nicht unwichtig. Mein aktueller Chef hier in Deutschland, das ist unser Deutschlandchef, der ist 15 Jahre bei der SAP gewesen. Unser Global Head of Sales ist letztes Jahr von Microsoft gekommen. Also das ist schon wichtig, zu einem bestimmten Zeitpunkt da die erfahrenen Leute mit reinzubringen. Und was mir das sozusagen als Gründer damals geholfen hätte, wäre zu wissen, okay, das Hiring, das muss man entsprechend auch planen. Ich brauche nicht von vornherein die erfahrenen Leute, aber ich muss ein bisschen was zurückhalten und mir auch Gedanken darüber machen, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. Ein anderes wichtiges Thema, was eigentlich so ein bisschen mein Lieblingsthema, weil das hatten wir damals gar nicht bei About Local. Wir sind wirklich im Grunde rumgegangen und haben versucht, irgendwie, wer auch immer unser Produkt haben wollte, das war eine Unternehmensdatenbank, habe ich am Anfang vergessen zu sagen, eine Unternehmensdatenbank, die wir an andere Firmen vertrieben haben. Und im Grunde sind wir jedem nachgerannt, der gesagt hat, oh cool, das will ich mir gerne mal ansehen. Und haben zig Meetings gemacht und ich hatte beispielsweise mal 6-monatige Verhandlungen mit den gelben Seiten, die am Ende 250 Euro dafür bezahlt haben und auch noch Rabatt haben wollten. Also das hat nicht so gut funktioniert. Und das war im Grunde auch einer der Gründe, warum ich mir das mal in einer wachsenden Organisation ansehen wollte. Was Dropbox nämlich macht, ist, dass die relativ klar trennen, und das ist nicht nur bei uns so, sondern bei anderen Silicon Valley-Vertriebsorganisationen ganz ähnlich, wie diese Organisationen von vornherein aufgebaut sind. Alles, was unter 100 Mitarbeiter hat als Kunde, also kleine Unternehmen, wird ausschließlich mit einer Inbound-Organisation betreut. Das heißt, es gibt Marketing, das sorgt für Leads und so weiter und dann nimmt man sozusagen die Anrufe oder Mails entgegen.
Alles, was so zwischen 100 und 1000 Mitarbeitern hat, da gibt es schon eine Outbound-Organisation. Das bedeutet, man geht den Kunden hinterher, man versucht ein bisschen den Markt zu segmentieren und zu sehen, wem kann man mal hinterher telefonieren. Aber das wird auch alles weiterhin von Dublin, das ist unser Europa-Hauptquartier, gemacht. Das heißt, da gibt es kaum Besuche bei den Kunden, auch wenn da teilweise schon größere Tickets mit dabei sind. Und nur bei Firmen über 1000 Mitarbeiter machen wir wirklich einen Field Sales. Also das bedeutet ganz andere Herangehensweise, als was wir damals gemacht haben. Und wir haben da auch eine entsprechende Unterstützung. Business and Sales Development, das sind im Grunde Leute, die sind ein bisschen jünger, meistens Uni-Absolventen. Die sind nur dafür verantwortlich, wirklich im Grunde diese Opportunities an Bord zu holen. Also die richtigen Kontakte zu identifizieren, hinterher zu telefonieren, Kampagnen zu fahren. Und das macht das Ganze natürlich deutlich effizienter. Und warum das wichtig ist, aus meiner Sicht zumindest, ist, weil wir damals uns bei About Local komplett bei den Akquisitionskosten verschätzt haben. Ja, wir haben gedacht, okay, wir gehen raus und machen unseren Vertrieb, verkaufen unser Produkt und dann wächst der Umsatz und mit jedem Vertriebler kommt ein bisschen was dazu. Aber das Problem ist, dass wenn man jeden besuchen muss, der am Ende aber nur 500 Euro in euer Produkt investiert, dann passt das von der Rechnung her nicht. Und das ist sicherlich eine ganz wichtige Erkenntnis auch schon für den Businessplan ganz zu Beginn. Pitch ist auch ein ganz super beliebtes Thema bei Startups und ich würde mal sagen, wir waren da drin gar nicht so schlecht. Immerhin haben wir trotz des geringen Umsatzes einen ganz guten Batzen Geld an Land gezogen. Aber im Vertrieb ist das schon nochmal ein anderes Thema und das war für mich persönlich ziemlich neu. Es hört sich jetzt erstmal irgendwie offensichtlich an, aber im Grunde ist das die Situation, die wir hier sehen können. Ne? Man kommt hin und sagt, ja, es gibt den Anwender von dem Produkt. Im Unternehmen sind es viele Leute, die sagen, wir brauchen sowas wie Dropbox, um irgendwie miteinander kollaborieren zu können. Und dann gibt es aber den Entscheider dahinter. Und was für mich neu war, war, dass es für den Entscheider im Zweifel nicht so wichtig ist, was die Hauptbeweggründe für den Nutzer am Ende sind. Ja? Also das heißt, wir sind reingegangen und haben gesagt, ja, Dropbox ist richtig cool, es macht digitale Transformation, ihr könnt schneller miteinander arbeiten. Den IT-Leiter interessiert am Ende aber viel mehr, okay, wie kann ich damit Kosten einsparen? Wie integriert das in meine bestehende Systemlandschaft? Welche Lösungen, die aktuell bestehen, kann ich damit ersetzen? Und das mussten wir auch erstmal lernen. Also gerade aus dem Consumer Environment, wo wir herkamen, dass das im Grunde ein ganz anderer Pitch ist, den man sich auch im Sales erst ausdenkt. Und das ist sicherlich auch etwas, was man sich am Anfang im Plan sozusagen, den man macht für Sales, so ein bisschen mit vor Augen führen muss. Und das letzte von den vier Themen, wie gesagt, es ist keine Rocket Science, aber für mich war das neu. Und zwar haben wir damals ja einen VC gehabt, das war der Hightech-Gründerfonds, der uns natürlich auch gewisse Milestones reingesetzt hat für bestimmte Tranchen, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr aus dem Startup-Umfeld kommt. Und das war natürlich auch irgendwo Umsatz. Und da wurde immer auf den Umsatz geguckt. Ja, jeden Monat oder jedes Quartal ging es dann, okay, wie viel habt ihr gemacht? Bis zum Ende des Monats müsst ihr noch ein bisschen mehr machen und so weiter. Das hat dazu geführt, dass wir super viel Zeit damit verbracht haben, irgendwelche spontanen Kampagnen zu machen, um irgendwo nochmal 2.000, 3.000 Euro zu verdienen. Und was ich merke ist, obwohl wir auch noch eine relativ junge Organisation sind, bauen wir das ganz anders auf. Natürlich gibt es irgendwo ein Ziel am Ende, das wir alle erreichen wollen, aber danach, sobald das einmal steht, wird eigentlich nur noch über Pipeline gesprochen. Und das ist irgendwie so das Lieblingsthema von allen Vertriebsmanagern. Und für mich war das ein bisschen neu. Also es geht wirklich eigentlich jede Woche nicht darum, wie viel hast du letzte Woche verdient, sondern wie sieht deine Pipeline aus, wie ist dein Forecast fürs nächste Quartal, fürs übernächste Quartal. Und das wird, also als da die Leute reingekommen sind bei uns von SAP beispielsweise, hat sich das grundlegend gewandelt. Davor haben wir so ein bisschen nebenbei betrieben, das war nicht ganz so strukturiert. Und jetzt ist es wirklich in jedem Meeting das erste Thema, okay, Pipeline Review. Wie viel habt ihr dazugenommen, wie viel ist weggefallen, welche Deals kommen, welche kommen nicht. Und der Grund, warum das wichtig ist, ist, weil der eigentliche Erfolg von so einem Startup, insbesondere im SaaS-Bereich, also Software as a Service, wo wir uns bewegen, ist ja darin, wenn du sozusagen vorhersehbare und wachsende Umsätze hast. Also es geht nicht darum, mal 1 Million zu verdienen und dann im nächsten Quartal irgendwie 500 Euro. Das ist kein sozusagen vorhersehbares Wachstum. Und deswegen ist das super wichtig, nicht nur für Sales, sondern auch für den Business insgesamt, dass man da eine gute Übersicht hat, wann kommt das Geld, ja, und mit welcher Sicherheit. Und es wird dann auch nach einem Jahr beispielsweise oder ich würde sagen alle 6 Monate, gibt es ein Review, wo gesagt wird, wie gut haben wir die Pipeline vorhergesehen. Nicht nur wie viel Umsatz haben wir gemacht, sondern wie gut haben wir das vorhergesehen können, dass dieser Umsatz kam. Und dann wird darauf aufgebaut.
Und das war für mich schon beeindruckend. Also ich denke, das ist sicherlich eine Sache, die einem hilft, da eine skalierbare Organisation aufzubauen. Ich bin gut in der Zeit, das ist im Grunde mein letzter Punkt. Hätte ich das damals gewusst, hätte es mir geholfen. Ich hoffe, dass wir vielleicht da jetzt gleich noch ein paar Fragen zu haben. Aber wichtig ist für mich nach den anderthalb Jahren jetzt bei Dropbox und sicherlich auch hoffentlich in den Jahren, die jetzt noch kommen, dass ein Salesplan mit diesen und anderen Punkten extrem wichtig ist, um einen Businessplan zu validieren. Also das heißt, dass man die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt holt und das auch planen kann, je nachdem, in welchem Stadium man sich befindet. Dass man die Organisation entsprechend aufbaut, was einem hilft, die Akquisitionskosten und so ein bisschen die Marge zu berechnen. Dass man den Pitch nicht nur, sagen wir mal, einseitig formuliert, sondern wirklich auch sieht, wie man eigentlich an Geld kommt. Und zuletzt, dass man sich die Ziele entsprechend setzt, so dass das Wachstum des Unternehmens so ein bisschen vorhersehbar wird. Das sind Themen, die für mich in den letzten anderthalb Jahren ein bisschen stärker dazugekommen sind, neu waren zum Teil. Und ja, ich hoffe, dass wir dazu vielleicht jetzt ein bisschen diskutieren können.